Hallihallo, herzlich willkommen, wunderschön zu einer kleinen, wunderbaren, aber feinen Folge von SimCity. Ja, die ist daheim und was machst du? Phoenix tippt durchsuchen. Sollte eigentlich gar nicht machen. Du hast keinen Job. 30 Bilder oder mehr bewundern. Ja, dann schau dir das an. Wangle Fruit Juice. Gut, dann ansehen. Gut, das hat auch nicht mal geholfen. Dann schaut ihr das an. Ah, zu den Zweierkandidaten. Ach, immer noch. Dann Kühlschrank aufräumen. Öffnen. Dann nimmst du dir ein wunderschönes Gericht. Traurig. So. Oh, kaputt gegangen. Das ist nicht schön. So, unwohl. Oh, die ist schon müde. Oh, dann schlaf eine Runde. Puppenhaus ist wieder ganz. Du bist auch schon daheim. Du bist angespannt. Dann bade eine Runde. Jemanden anrufen. Teile recyceln, na, braucht man nicht. Was braucht man eigentlich hier? Inspiriert, Tagesaufgabe, Bücher schreiben. Dann schreiben Buch, los. Apokalypse morgen. So, du stehst aber jetzt mal auf, denn du verhungerst mir gleich. Und nur noch schön Haferbrei. Obwohl, du nimmst kein Haferbrei, du nimmst was Schönes zu essen, ja. Dann nimm dir das Gericht. So. Dann spielst du danach eine Runde. So, du hast mit deiner Blase da gehst du ja selber schon hin. Okay, dann Buch und Palak verkaufen. Verwelkte Pflanze entsorgen. Gut. Oh, was ist denn hier hinten los? Was ist denn eigentlich hier hinten los mit den Pflanzen? Alles ernten? Kannst du ja machen. Genau, Hunger. Du hast schon wieder Hunger. Dann machen Gourmet-Menü. Von SimCity Käsekuchen. Boah, 37, komm. Du machst den SimCity Käsekuchen jetzt. Wo die ja auch eine Arbeitsfläche ist, aber ist egal, gell? So, du stehst jetzt auf. Gehst jetzt auf Toilette.
Hausaufgaben mit links erledigen. Das brauchst du nämlich. Du solltest eigentlich was essen anstatt was. Gartensalat essen. Komm. Beendet. Aber du machst bitte noch die Zusatzaufgaben. Jetzt kannst du gerne schlafen. Weil wir müssen fleißig sein. Fleißig. Komm, kümmere dich um dich selbst. Wird du nicht mal schlafen? Bist du in der Schule schon wieder hier? Kannst du gleich knicken. 75% erledigt. Bücher schreiben. Dann bist du inspiriert. Aber wie kann ich konzentriert werden? Traurig. Da beschwer dich über Probleme. Das ist schön an den Tag. So, dann. Okay, dann ist kaputt wieder. Der Recyclehaufen ist nicht mehr da, hä? Gut, dann wisch hier auf. Dann verwenden wir das hier. Okay, Kanal schauen. Comedy. Oh, gibt's doch nicht. So, Spaß. Schreiben. Für eine Poesie am besten. Oh, du kriegst mir ein. Gehst jetzt mal bitte hierher, du machst jetzt mal Training hier eine Runde. Du recherchierst jetzt nicht nach Klavier. So. Schreiben. Poesie, am besten Lyrisium. Du kannst ja gerne boxen. So. Warte mal, was haben wir denn hier so? Wir haben bestimmt hier Sportskanone. Ah. Könnt ihr gerne machen.
Hahaha. Bilden Sie nämlich nie Hygiene ein. Beziehungsweise weniger. Selbstsicher. Dann schreibt er noch ein Buch. Am besten ein schönes Motivationsbuch. Ach man, die schläft schon wieder. Pinnband voll, okay, okay, okay. Hat sich gut geschlagen, könnte noch. Na, so schnell die 200 Nachrichten schon wieder zusammenkommen, das ist schon echt. Hab ich. Über 202 Dollar, das ist auch schon. Und am Wochenende könnte die Fähigkeiten mal erhöhen, und zwar in der Motorik. Kann man ja ganz super machen. Jetzt ist aber müde. Schlaft am besten gleich mal eine Runde. So. Super. Schreiben. Warte mal. Das wäre der Arbeiter ansehen. Bin ich selbstsicher, wenn ich dann. Okay, inspirierte Arbeit. Gut, da kann ich nicht inspirierter werden, als ich bin. Gut, 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 gut. Gartenarbeit, gut. Gartenarbeit haben wir natürlich. Nicht immer lol, das ist immer gut. Du machst du Kühlschrank aufräumen. Komm doch gerne vorbei. Oh, hallo sagen. Oh, wir haben uns gar nicht absolut nicht verstanden. Gut, 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 gut. Du verbesserst die verstärkte Tür. Bin ich inspiriert, weil beim okay, bin ich gut, eine schnelle Mahlzeit essen, komm. Eine lockere Unterhaltung, angenehmes Gespräch. Okay, und ab ins Bett. Bin nämlich auch schon müde. Gut. Ja, ja. Hat jetzt schon wieder alles kaputt gemacht. Mann. Kann aber auch nicht. Deine Hausaufgaben mit links, bitte.
die Zusatzaufgaben nochmal. So. Ja, ganz einfach an Spaß. So. Dauert auch nicht mehr lange, dann habe ich die Fähigkeit. Perfekt. Du könntest mal das verwenden. Du könntest jetzt mal den Kühlschrank aufräumen. So, gut, dann wirst du gerade mal arme Ritter. Und ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Gut. Inspiriert werden wegen Klavierfähigkeit. So, jemanden kennenlernen. Über Träume reden. Höheren Level der Motorikfähigkeit erreichen. Das ist natürlich... Naja... Gut, da hast du ja fast alles erreicht. Ein Instrument spielen kannst du ganz gerne machen. Vor allen Dingen, da kannst du ja richtig schon viel machen. Insta groß, trinke dir um dir mehr selbst. Insta schlank, okay, gut. Blitzleserin, brauchen wir nicht. Mentoren. Kostenlose Dienste. Ja, das niemals erschöpft. Das mache ich bei ihr. Das einfacher zu erreichen. Oh, da komme ich wieder. Und 1001 Simoleons. Und ausgezeichnete Arbeit geleistet. So. Nochmal die Wange küssen. Ah. So. Dann kümmere dich um dich selbst. Genau, dann gehst du bitte auf die Blase. Level 6. Uiuiui. Aber nur richtig gut gemacht. Hallo, Ästhetik beschreiben.
Über die feine Küche reden. Spielzeug kaufen. So, du reparierst das jetzt erstmal. Kann nur repariert werden. Oh. Du könntest eine Karriere einschlagen, aber ich weiß mal nicht. Stets willkommen. Mhm. Stimmungslöser, Sportkanone bin ich ja. Blitzleserin, Mentorin, markttauglich. Beziehungen. Na, da fehlt mir noch einiges. Rack. 30 Bilder bewundern. Dann mal ein selbstsicheres Gemälde. Genau. Selbstsicherer. Uiuiui. 1200, okay. Okay, wo sehen wir das hin? Gemälde gleichzeitig ausstellen. Das ist natürlich ein Mammutakt. Aber wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben und ich sage dann erstmal Tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Bye, bye.